Also passt auf, folgendes. Erstmal machen wir hier mal Pause. Und dann gehen wir mal hier auf den Desktop. Das ist heute bei, also ihr habt es ja alle mitbekommen von Hori, dieses Farming Vehicle Control System. Und ich denke mir so, prinzipiell denke ich mir so, Giants, ihr gebt uns Informationen zu dem nächsten DLC mit 2, 3 Fahrzeugen und so eine Geschichte. Wie das hier, spricht niemand drüber. Check ich nicht. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt. Lasst es uns erstmal anschauen. Ich glaube, das ist auch so Plastikschrott wie das Seitenlenkrad. Schreibt der Juri, ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Das Video selber habe ich mir noch nicht angeguckt. Domme, dankeschön für deine 13 Monate. Vielen lieben Dank. Ja, und will das jetzt mal machen. Also, man muss natürlich dazu sagen, es sind Renderings. Ich lass mal durchlaufen. Soll kommen, also kann man bei Amazon aktuell schon vorbestellen, soll kommen Ende diesen Jahres. Wenn wir hier mal durchgucken. Also prinzipiell von den Funktionen, also ja, es sieht wieder aus wie Plastik komplett. Aber muss man auch dazu sagen, es muss auch Plastik sein, denn Wie willst du denn das massenkompatibel in irgendeinem anderen mit Leder und hast da nicht gesehen, das kriegst du geldtechnisch gar nicht hin. Und dann muss man halt auch natürlich dazu sagen, liegt bei 400 Tacken, da kriegst du halt ein RS 300 GT. Ja, kriegst du, aber das ist auch was völlig anderes. Das hier ist dann ein Systemlenkrad, was völlig andere Funktionen hat. Also das ist schwer zu vergleichen, wie so ein Racing-Lenkrad, sage ich mal. Aber gucken wir es uns nochmal im Detail an. Was an dem Lenkrad cool ist, du hast einen Analogstick und zwar auf beiden Seiten. Das heißt, du kannst damit schon mal prinzipiell sehr viel steuern. Du hast eine Hupentaste, boah, okay, du hast hier nochmal Kreuztasten plus eine Taste in der Mitte. Du hast diesen Drehregler, einen Dreh- und Ziehregler. Das heißt, du kannst hier die Lichtsteuerung machen. Du kannst dann aber auch hier Blinker drauflegen, beziehungsweise vorwärts, rückwärts. Also ein Multischalter und ich denke mal, er kann auch in die Richtung und in die Richtung gedrückt und gezogen werden. Vorwärts, rückwärts und so weiter und so fort. Das ist schon mal eine ziemlich geile Nummer, sage ich jetzt mal prinzipiell. Joystick. Ob der Joystick beispielsweise aus Plastik ist oder was weiß ich, das ist mir persönlich völlig egal. Wenn er gut funktioniert, gut in der Hand liegt. Ich habe jetzt in diversen Traktoren gesessen und ich hatte in keinem Traktor irgendwie ein Stück Titan oder sonst irgendwas in der Hand oder was Lederbezogenes. Das war halt alles Plastik. Hier hast du halt nochmal, wie soll man es nennen, nochmal diverseste Tasten. Und zwar sind es nochmal 10 Tasten. 11, 12, 13, 14. Jetzt kommt hier eine Mode-Taste. Eine Mode-Taste könnte ich mir vorstellen, auch wenn die so schön rot ist, dass man hier zwischen verschiedenen Modi wechseln kann. Ähnlich wie das beim X52 HOTAS ist. Ich drücke einmal Modus 1, ich kann die Tastenbelegung machen, ich drücke einmal Modus 2, ich kann nochmal die Tastenbelegung machen. Weiß ich nicht, ob so ist. Ich habe mich überhaupt nicht weiter darüber informiert, muss ich dazu natürlich sagen. Wäre halt crazy. Hier unten hast du dann noch weitere Tasten. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also mehr als ausreichend. Vorwärts, rückwärts plus 4 Tasten hier entsprechend. Kommen wir gleich nochmal dazu. Hier hast du nochmal Tasten, Drehrad, Tempomat und so weiter. Also an Tasten mangelt es dort auch schon mal nicht. Weiß ich nicht, Xerius. Klapperteil ist schwer zu sagen. Plastik heißt erstmal nicht, dass es prinzipiell schlecht ist. Sieht es jetzt besonders hochwertig aus? Nee. Sind aber auch erstmal Renderings, also warten wir erstmal ab. Also erstmal, es ist ein gutes Set. 400 Euro, du hast einen Joystick, wenn er einen Modustaste hat, auch noch mehrfach verwendbar.
Du hast hier Drehradkontrolle, du hast hier Schubhebel, du hast hier beidseitig noch Kontrollen. Also finde ich prinzipiell erstmal als Set gar nicht so verkehrt. Ende des Jahres soll Release sein, genau. Turn Signal Leveler, habe ich vorhin schon gesagt, das finde ich sehr gut. 900 Grad Lenkwinkel, wunderbar. Alles drunter wäre auch wirklich nicht gut gewesen. Gar nicht gut. Throttle Leveler. Diese Funktion gibt es im LS22 schlicht und ergreifend nicht. Kommt die für Konsole 1? Ich habe keine Ahnung, wir gucken gleich nochmal. Natürlich über diverse Skripte können wir das nutzen. Hoffentlich kommt vielleicht auch wieder die Steuerung in den Mähdreschern, die wir im 19er hatten. Wie hieß denn das? Ihr wisst dieses Skript, womit man mit dem Schubhebel entsprechend vorwärts, rückwärts machen konnte. Dann wäre das natürlich ultra krass. Er hat auch eine Z-Achse drin, also auch wunderbar. Also das ist prinzipiell erstmal echt nicht schlecht. Es wird zusammen entwickelt mit Giants. 76 Knöpfe. Fußpedal und so weiter und so fort. Wir gehen mal auf die Website. 399 Euro für Windows 11 bzw. 10, also PC only. Ist halt sehr oft so. Was mich jetzt nochmal interessiert zum Joystick. Wir haben diese Mode-Taste. Was macht die Mode-Taste? Du. 76 Total Buttons. Wenn ich jetzt gucke, kann ich dieses Bild hier irgendwie größer machen. Wo sehen wir das? Ich weiß nicht, ob es bis 76 geht. Ansonsten sieht es schon so aus, als wäre die Level-Taste tatsächlich nochmal dazu da, um auf ein anderes Profil zu switchen. Und dann muss ich schon sagen, dann hast du für das Geld Verarbeitungsqualität hin oder her. Dann hast du was. Ich meine, Freunde, überlegen wir doch mal. Die Seitenkonsole, die LS-Seitenkonsole. Ah, danke schon nochmal an Schwab Agra. Die Seitenkonsole ist auch aus Plastik. Mit dem kleinen Joystick und dem Drehrad und so weiter und so. Geht das auch wieder weg? Ja, jetzt. Mit dem Drehrad und so weiter und so weg. Weiter und so fort. Hat es jemanden gestört? Mich nicht. Mich hat es nicht gestört. Aber, ne, das ist immer eine Geschmackssache und 400 Euro ist Geld, gar keine Frage. Aber für die Funktion, die du bekommst. Erstmal nicht übel. Wenn wir hier nochmal durchgucken, das hatten wir alles. Developed in Conan mit Farming Simulator Series, Creator Giant Software Game Better Provide a Realistic Operation Experience for Specialized Vehicle. Okay, 900 Grad haben wir, 40 Grad angestellt das Ganze. Hier haben wir den Hebel nochmal, den kannst du hier drehen, vorne und hinten, hoch und zurück. Auch sehr schön. 400 soll das kosten, ja. Multifunction Controller Leveler with Twist Axis. Der Controller Leveler supports Forward, Back, Left, Right and Twist Movements. Das ist klar. Such as Final Manipulating the Onboard Throttle Leveler allows to set a fixed speed without pressing the Accelerator Pedal. Also ja, das ist im Prinzip Gas geben, Bremse. Wenn du so willst. Also könnte man jetzt sagen, Geschwindigkeit und halten und ziehst den vor oder entsprechend wieder zurück mit automatischem Richtungswechsel. Kannst du so über Skripte, nicht von Haus aus, den Drescher, die Drescher-Bewegung, sag ich mal, ja, reinbringen. Also das wird, denke ich mal, kein Freistehender sein, sondern ein sich selbst zentrierender wieder. Ich weiß es aber nicht. Mal schauen, wir werden sehen. 21 on the wheel, 55 Buttons auf der Unit. Ja, und ein Lenkradknauf auch dabei. Kann jetzt schon vorbestellt werden auf Amazon für 400 Latten. Ich sag mal, es ist prinzipiell nicht schlecht. Also ich finde, summa summarum kriegst du hier gut was geboten. Ne, ist es qualitativ hochwertig? Weiß ich nicht. Wenn das hier so ein Gummi ist, wie beim T248 zum Beispiel, es ist auch beim T300 SGT einfach nur ein Kunststoff, sag ich mal. Also das würde mich überhaupt nicht jucken. Und ob es Plaste ist oder Holz oder Carbon oder was weiß ich nicht, das wird mich auch nicht jucken. Wichtig ist nur, es muss ordentlich funktionieren. Wenn es hochwertige Plastik ist und die hast du auch in einem Audi A6, E-Klasse oder sonst irgendwas, wenn es hochwertige Plastik ist und passt, why not? Dann ist es ein fairer Preis. Beim T300 RSGT hast du das Lenkrad und Pedale für 300 Latten.
Da hast du hier nicht sowas noch dazu, beispielsweise. Also es ist schwer zu vergleichen, meiner Meinung nach. Also ich finde es erstmal nicht unspannend und ich hoffe, dass ich, naja, dieses Jahr noch rechtzeitig einen Einblick vielleicht davon bekomme, um euch das Ganze mal etwas näher zu zeigen, bevor es auf den Markt kommt. Wäre natürlich schön. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Was ich aber ja auch noch weiß, ist, dass von Aerosoft auch noch ein Lenkrad am Start ist. Oder kommen soll. Und wer weiß, vielleicht kann ich euch dazu ein bisschen was zeigen. Also Agramark, ich habe keine Ahnung, ob wir das zugeschickt bekommen, gestellt bekommen, testen dürfen. Testen würde ich sehr gern. Vielleicht wirst du nach Japan eingeladen. Glaube ich nicht. Also ich würde es gern testen, ob ich es testen werde, weiß ich nicht. Werde ich es mir kaufen? Nein, auf gar keinen Fall, weil ich habe ja hier genug Zeug dastehen.